Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden, mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für Sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer Sie sind. Hey! Sie reden nicht viel, was? Wenn Sie mir nicht helfen, kann ich nichts für Sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Sie müssen sie stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Wahnsinn, verdammte Idioten! Ich weiß. Sie kommen. Was ist hier los? Die Kleine, die heute reinkam. Wo ist sie? Let's play Beyond Two Souls. Da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Johnny? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber
Ich glaube, es wird Zeit, Süße. Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu Let's Play Beyond Two Souls, dem neuen Spiel von Quantic Dream, den Machern von Fahrenheit und Heavy Rain. Und wer diese Let's Plays gesehen hat oder diese Spiele gespielt hat, der wird wissen, dass wir Entscheidungen treffen müssen, dass wir eine richtig krasse Story erleben werden. Eine Geschichte von David Cage, der es einfach drauf hat. Und ich freue mich ungemein, dass wir jetzt endlich hier sind, in der Haut von Jodie Holmes. Momentan hier noch ein Mädchen, ein kleines Kind. Und wir sind irgendwie in einer Art Labor. Da werden Versuche mit uns gemacht. Hier wollen wir uns natürlich erstmal ein bisschen umschauen. Da lag doch irgendwas auf dem Boden. Ich glaube, es war eine Puppe, oder? Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Na gut, dann lassen wir das Ding erstmal liegen. Aber wie gesagt, ich will mir das Spiel genau anschauen. Will dir möglichst alles mitnehmen, weil ich freue mich echt sehr, dass wir jetzt endlich hier loslegen können. Auch noch ein bisschen vor Release, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Was können wir denn noch so hier machen? Hier schauen wir uns doch mal gerade um hier in diesem kleinen Kinderzimmer, das nicht so wirklich ein Kinderzimmer ist, sondern eher eine Forschungsanstalt. Ja, du bist müde, Jodie, aber wir müssen wirklich gehen. So, schlafen dürfen wir auch nicht. Was haben wir denn da hinten noch für eine Tür? Der Doktor will uns auf jeden Fall treiben, dass wir mitkommen. Da geht's nicht lang, Jodie. Die Steuerung ist auf jeden Fall ähnlich wie bei Heavy Rain. Auch wenn nicht mehr so viele Tasten eingesetzt werden, sondern mehr mit dem rechten Analogstick agiert wird. Was aber irgendwie auch flüssiger zu sein scheint. Ich durfte Beyond the Souls bereits mal anspielen, aber das hier ist jetzt auch für mich das erste Mal, dass wir so richtig loslegen im Game. Schöne Zeichnung hier. Aber weinende Menschen. Und hier das Fernsehen, das können wir uns auch anschauen. Das will ich euch jetzt aber nicht alles zeigen, weil das dauert recht lange. Das zeige ich euch am Ende der Folge. Da kommt das, was hier im Fernsehen zu sehen ist. So, dann gehen wir mal weiter mit dem Herrn Onkel Doktor. Grafisch natürlich wirklich atemberaubend alles. Okay, Nathan wartet auf uns. Mhm. Da wird nochmal der letzte Rest aus der PlayStation 3 rausgekitzelt. Das Spiel auch quasi das Abschiedsgeschenk für die PlayStation 3. Und hier sehen wir, wir wurden die ganze Zeit beobachtet, während wir spielen. Im Spiel, so viel kann ich schon mal verraten. Komm schon, Jodie. Erleben wir 15 Jahre von Jodie Holmes. Und die ist, wie gesagt, von so einer Art Kreatur besessen. Ja, aber mehr dazu später. Ah, verdammt! Ich hab nicht. Hi, Cole. So, hey, Alan. Er ist fast fertig. Er war vor zwei Wochen fertig. Ja, und er ist fast. Hallo, meine Süße. Du siehst hübsch aus heute. Ist aber nett. Am Wochenende soll es regnen. Dieses Jahr regnet es. Wir sind da. Kann man wohl sagen. Es war nie wirklich kalt dabei. Ja, das Spiel auf jeden Fall sehr atmosphärisch. Kein Spaß-Let's Play oder so. Deswegen werde ich mich möglichst hier auch mit meinen Flachwitzen zurückhalten. Sondern probieren, so ein bisschen die Atmosphäre vom Spiel aufrechtzuerhalten. Babysitting-Dienst heute, hä, Cole? Hahaha, wirklich witzig, Phil. Geh weiter. So viel dazu. Hey, Jodie. Na, wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Na, dann setzen wir uns doch hier mal hin. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Oh ja. Ho, ho, ho. Jetzt bist du eine Prinzessin. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Hey, Jodie, kannst du mich hören? Ja. Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan. Und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat.
Glaubst du, das wird gehen? Ja. Gut. Okay, dann geht's los. Erste Karte. Da bin ich ja mal gespannt. Und jetzt schlüpfen wir in die Haut von Aiden. Dem Wesen, das sozusagen Besitz von Jody ergriffen hat. Viel mehr weiß ich darüber auch noch nicht wirklich. Auf jeden Fall können wir so aus dem Körper von Jody herausschlawenzeln und dann uns hier umdrehen und sehen, was die gute Frau hier für eine Karte hat. Und das wäre der Stern. Und ihr habt schon erkannt, Jody Holmes wird gespielt von Ellen Page. Die wurde hier komplett ins Spiel hineinversetzt mit Motion Capturing und so weiter und so fort. Und der Herr Doktor, der gute Nathan, wird gespielt von Willem Dafoe. Die Musik übrigens von niemand Geringerem als Hans Zimmer. Und das will schon was heißen. Puls der Testperson jetzt bei 45 Schlägen pro Minute. Und ein Anstieg der Theta-Hirnströme auf 4,5 Hertz. Raumtemperatur ist gefallen. 10 Grad. Ich messe hier ein... Das Magnetresonanzsignal liegt über 20 Tesla. Das Interessante am Spiel ist wirklich, wir können hier diverse Entscheidungen treffen auch. So wären wir hier nicht reingeflogen, hätten wir diese Passage, diesen Dialog gar nicht mitbekommen. Das wusste ich zufällig. Siehst du die Karte, Jody? War das? Sieht aus, als wäre Aiden heute nicht so gut drauf. Er spielt nur mit uns. Weiter mit dem Experiment. Genau so ist das. Wir spielen nur mit Aiden. Hör sofort auf damit, Aiden. Na komm, ein bisschen Spaß muss sein, oder? Damit ich euch mal zeigen kann, was Aiden so kann. Aiden, lass ihn in Ruhe. Wir haben gerade Besitz von diesem Mitarbeiter ergriffen, wie man sieht. Hey, Greg! Alles klar? Ja. Ja. Ich bin okay. So, mit ihm können wir theoretisch auch noch irgendwas machen. Spürst du das? Die Temperatur ist gefallen. Er ist hier. Aiden ist hier. Und Aiden ist dieses Wesen, das wir gerade steuern. Im Prinzip sind es wir. Ja, und wir wissen jetzt, die andere Karte war Stern, deswegen schlüpfen wir jetzt mal zurück in die Haut von Jody. Der jungen, kindlichen Jody. Und sagen, es war Stern. Wir können uns jetzt natürlich auch entscheiden und sagen, es war was ganz anderes. Hier werden halt viele Entscheidungen getroffen im Spiel, aber ich denke, hier bleiben wir einfach mal bei der Wahrheit. Denn hier wird ja auch ein Experiment gestartet und vielleicht gibt das mehrere Antworten, auch für uns. Nächste Karte. Na, dann wollen wir mal. Nächste Karte. Wir fliegen nochmal rüber. Und ich denke mal, das hier ist das Viereck. Unschwer zu erkennen. Wir fliegen mal hier rüber zurück. Werfen noch einen Blick hier auf die ganzen Forscher, auf die ganzen Doktoren, die herausfinden wollen, was mit Jody los ist und auch schon eine Ahnung haben offensichtlich. Nächste Karte. Na gut, das kann auch den halben Tag so gehen im Notfall. Das hier ist natürlich noch eine Art Tutorial, damit wir auch das Spiel lernen und mit der Steuerung vertraut gemacht werden. Und da sehen wir Wasserfall oder Wellen oder was auch immer. Dann fliegen wir doch mal zurück und beantworten die Frage ebenfalls richtig. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes. Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Na, das wäre doch gelacht. Jetzt wieder in der Haut von Aiden.
Und jetzt sollen wir hier diese Bauklötze umwerfen. Die Steuerung natürlich ein bisschen ungewohnt, aber... Gut, Jody. Kannst du da drin noch was anderes bewegen? Da kommt man schon noch irgendwann drauf klar. Die Frau wundert sich natürlich, hey, ist da irgendwas unterm Tisch? Aber nein. So, was werfen wir denn als nächstes um? Vielleicht die Karten oder die Wasserflasche? Oder hier, die Ordner? Ich würde sagen, erstmal die Wasserflasche, oder? Die Frau hat Angst, merkt ihr das? Kein Wunder. Denn was ist Aiden eigentlich? Ein Geist oder was auch immer? Vielleicht mal die Karten umwerfen, oder? Gucken Sie mal! Und wir können jetzt noch mehr umwerfen. Wir können aber auch einfach sagen, wir gehen zurück in die Haut von Jody. Aber komm, so ein kleines Späßchen können wir uns heute mal erlauben. Und die gute Frau hier ärgern. Vielleicht werfen wir jetzt mal die Ordner um. Das war's. Zeig dir das. Tut mir leid, aber mir reicht's. Okay, Jody, Schatz, das Experiment ist vorbei. Die Tür ist verschlossen. Sie ist nicht verschlossen. Sie lässt sich jetzt. Einen Moment. Lass mich hier raus. Los. Pass ruhig, Kathleen. Geh du zur Tür. Kathleen hat Panik. Du musst jetzt damit aufhören, Jody. Der Test ist vorbei. Du musst jetzt aufhören. Ganz ruhig, Kathleen, wir sind unterwegs. Jody, da stimmt was nicht. Sie ist in Gefahr. Wir müssen sie da rausholen. Und hier bricht die Panik aus. Was geht denn hier vor der Tür zufälligerweise? Wir können jetzt halt hier, wie gesagt, Scheiben zerstören und alles weitere noch ein bisschen für Unfug sorgen, aber wir gehen zurück. Jody, ist vorbei, Jody. Ist vorbei. Es wird niemals vorbei sein. Das war die erste Episode von Let's Play Beyond Two Souls und es ging schon richtig gut und spannend los. Ich bin gespannt auf die weiteren Folgen und wenn ihr die vielleicht sehen wollt, klickt doch einfach mal auf das Video. Da gibt's gegebenenfalls eine Playlist, wo schon die nächste Episode vorhanden ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Was ist jetzt, Jody?
los jetzt, Jody?